21. August 1910. Dieses Brot brachte die Holzmeier, die Eva Katharina Holzmeier von Erzhausen, die Pflegerin mit dem roten Haar an den Gatter fein und da halt sie abgeschnitten auch und steckt es in den Gatter auch und in der rechten Hand hatte ich die Feder auch und in der linken den Fleischstift auch. Meine. Dieses muss ich hinhalten. Wohin? Ganz nah an den Gatter hin, halt. Wohin? Auch und ach, der rote Teufel auch. Teufel, der bitte. Sofort nach den Bleistift auf und die Spitze war in meiner Hand. Halt, die konnte sie da nicht schauen. Wo? Und ich dachte da nicht ans Spitzen. Auch sonst hätte ich mir ihn vielleicht noch nehmen lassen. Auch. Und meine, der meine. Teufel macht gleich kehrt. So schnell? Auf und sagt, sie macht, was ich will. Ach, und der Teufel ging hinaus und verschloss die Tür. Welche Tür? Auf den ersten Sonntag. Schon Sonntag? Nach Maria Himmelfahrt. Auf und das kam der Teufel wieder. Warum? Der Gatter offen und auch Licht halt und der Schatten verdeckt. Nein. Dunkel dieses Brot und Ecke dunkel Schlag halt es und nervt. Licht raus. Was? Wo? Schneller. Keine Schuhe. Tür und atmen halt und Eis, kalt, Schweigen, kalt, Schweigen. Thank you.
Thank you.
Sie leider kaum. Dabei ist es für mich, für eine Konzerteinführung, eigentlich sehr wichtig zu sehen, wie alt sie sind, vor allem wenn wir über Liebe reden. Weil es könnte ziemlich in die Hose gehen, wenn sie 13 oder 14 sind und ich dann ein paar unanständige Sachen sage. Was aber bei dem Vivier von gleich nicht verwunderlich sein wird, wie sie wissen, wie sie nachher sehen werden und nicht jetzt an meiner spätpubertären Art liegt. Ich bin nur jetzt leider noch erst noch ein bisschen traurig über das Klavier. Ich bin Pianist und eigentlich stehe ich nicht auf der Bühne und spreche, sondern spiele Klavier. Und habe mich deswegen spontan entschlossen, erstmal noch ein bisschen mit Ihnen über den Tod zu reden, wenn es in Ordnung ist. Letzte Woche hat mein altes Schulorchester, was mir sehr am Herzen liegt und bei dem ich lange Jahre Konzertmeister war, auch ein Schulkonzert gehabt, wie hier jetzt. Und sie haben Tschaikowskis 6. Symphonie gespielt. Kennen vielleicht ein paar von Ihnen, was das Besondere an Tschaikowskis 6. ist, dass es seine letzte Symphonie ist und in seinem 4. Satz eine unglaubliche Vorahnung auf den sehr schnell darauf folgenden Tod von Tschaikowski in der Musik hat. Und Sie brauchen jetzt nicht ins Programm zu schauen und sich zu fragen, was redet der Pfeifer denn da über Tschaikowski? Wir machen nämlich einen Sprung ins nächste Jahrhundert
bei dem Claude Vivier, der Komponist des nächsten Stückes, gerade ein Stück komponiert. Nicht dieses, sondern eine Art Oper-Requiem für Tschaikowski. Über die letzten Tage von Tschaikowski. Und er hat sich zu Tschaikowski hingezogen gefühlt. Ob es jetzt an der Homosexualität liegen mag, die beide gemeinsam hatten, man weiß es nicht. Wahrscheinlich schon ein bisschen, aber die Gemeinsamkeiten sollen sich noch häufen. Denn als Vivier an diesem Stück arbeitet, kommt eine Auftragskomposition zu ihm ins Zimmer geflogen, sagen wir so, und er nimmt sie an und legt dafür das Tschaikowski-Werk beiseite. Dieses Auftragswerk hat später den Titel Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele? Und in diesem Stück passiert etwas ganz Interessantes, nämlich sagt ganz am Anfang der Sprecher, hört her, hört her, ihr wisst, dass ich schon immer für die Liebe sterben wollte. Und gegen Ende des Stückes verguckt sich der Erzähler in einen jungen Mann in der Metro in Paris. Und dieser junge Mann setzt sich neben ihn in die U-Bahn, stellt sich vor und holt dann aus seinem schwarzen Mantel einen Dolch und die Musik hört plötzlich auf und der Erzähler sagt nur noch, und dann stache ihn mir mitten in das Herz. Und dort endet die Partitur. Ein paar Tage später wird Claude Vivier in seinem Hotelzimmer aufgefunden, mit 45 Messerstichen in sich. Ja, der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Prostituierter, wird später festgenommen und verurteilt. Und Sie merken die Beziehung zu Tschaikowski. Woher wusste der das? Das hat eine wahnsinnige Vorahnung in sich drin. Aber jetzt ist auch mal genug über Tod. Jetzt bin ich auch über das Klavier hinweg. Nämlich das nächste Stück ist alles andere als dieser harte Tobak, den ich Ihnen gerade vorsetze. Das nächste Stück, wie Sie aus dem Programm wissen, heißt Love Songs. Und ich habe mir jetzt mal für Sie im Vorfeld die Arbeit gemacht und mir alle Love Songs angehört, die jemals bisher geschrieben wurden. Und ich muss sagen, an sich relativ gleich an. Ein Kollege von mir, ich kenne ihn nicht persönlich leider, aber Herr Bodo Wartke, den vielleicht ein paar kennen, hat einmal behauptet, dass sich Liebeslieder in ein paar wenige Kategorien einordnen lassen. Und ich habe ihm nicht geglaubt, aber nachdem ich diesen Liebesliedermarathon gemacht habe, fleißig, muss ich ihm recht geben. Und diese wenigen Kategorien lassen sich ungefähr so zusammenfassen. Kategorie 1. Ich liebe dich und du liebst mich. Unsere Liebe ist unerschütterlich und ich weiß, wir sind zu zweit bis in alle Ewigkeit. 60-70% aller Liebeslieder fallen in diese Kategorie, da können Sie mir glauben. Der restliche kleine Teil fällt in die Kategorie 2. Könnte so aussehen. Ich liebe dich immer noch so sehr, doch du liebst leider mich nicht mehr. Dabei dachte ich, wir sind zu zweit bis in alle Ewigkeit. Und je nachdem, wie der Betroffene mit der Situation umgeht, dass sich diese zweite Kategorie nochmal in Unterkategorien aufteilen. Und zwar Kategorie 2a. Komm zurück. Ohne dich kann ich nicht leben. Ich bin so unglücklich ohne dich. Oder Kategorie 2b. Schlampe, warum hast du mir das angetan? Und so weiter. Ein sehr, sehr, sehr kleiner Prozentsatz fällt unter meine persönliche Liebeslieder-Lieblingskategorie, die wie folgt aussieht. Wir lieben uns jetzt schon seit ewig und seit unserer Hochzeit hat es sich mit dem Ledigsein erledigt. Jetzt wohnen wir im selben Haus. Ich sehe dich Tag ein, Tag aus und ich frage mich,
Gott sei mir gnädig. Wie komme ich da mal wieder raus? Ein verschwindend geringer Prozentsatz. Aber ich schweife ab. Wir kommen zurück zu Claude-Vivier. Sonst wären wir heute nicht mehr fertig. So. Claude-Vivier hat, wie Sie vielleicht im Programmheft schon gelesen haben, ein Vorwort geschrieben. Und dieses Vorwort hat relativ am Anfang den schönen Satz "To be felt, not understood". Von daher muss ich Ihnen gar nicht viel vermitteln. Weil die Schüler, die nachher hier auf der Bühne stehen werden, die werden das so unglaublich toll spielen. Wir waren alle ganz von den Socken von den Probentagen, dass es total eindeutig ist, was sie fühlen sollen. So. Sie brauchen kein Hermann Hesse-Interpret sein, das habe ich den Schülern am Anfang der Probenzeit auch gesagt. Vivier benutzt sehr große Texte von Novalis. Und man muss nicht wissen, dass Wagner zum Beispiel von diesen Hymnen von Novalis, die hier verwendet werden, dass daraus die Tristan und die Isolde-Oper entstanden sind und so weiter und mit dem berühmten Tristan-Akkord, das daher kommt von diesen Hymnen. Es ist nicht so wichtig. Natürlich hat dieser Text seinen eigenen Witz, wenn Sie wissen, dass er von Novalis kommt, wenn Sie wissen, was dahinter steckt. Aber das steht hier nicht im Vordergrund. Vivier benutzt aber auch nicht nur große Texte, sondern auch englische Auszählreime oder Gute-Nacht-Lieder, Twinkle, Twinkle, Little Star und so weiter. Also sehr süße Sachen auch, neben diesen großen Brocken von der Literatur. Was er aber macht, ist diese Texte nicht ernst zu nehmen. Sie können sie ernst nehmen, wenn Sie möchten. Ich denke, das ist die falsche Herangehensweise, aber ich möchte Ihnen keine Interpretationsvorgabe geben. Aber wie Sie nachher sehen werden, ist zum Beispiel, er nimmt einen englischen Auszählreim, one, two, back my shoe, und gibt ihn in die Rolle des Tenors, der auf eine Gruppe voller Mädchen zugeht und sagt, one, two, back my shoe. Zum Beispiel. Am Ende des Vorworts schreibt Vivier noch "Always be in love". Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich verguckt habe in der Handschrift von Vivier in dem Vorwort oder ob das hier falsch abgetippt wurde, aber meiner Meinung nach ist in der Handschrift bei "Always be" ein zweites E zu erkennen. Wörtlich übersetzt würde das deswegen heißen "immer Bienchen in Liebe". Und Bienchen und Liebe, Bienchen und Blümchen, ja, vielleicht weit hergeholt, aber wenn man dann sich anguckt, dass die Grundfigur dieses Stückes folgende ist, dann dachte ich mir, Herr Vivier, wir verstehen uns. Oder als wenn der Bariton von sich gibt, ich bin der Hirsch und du das Reh, dann ist das schon relativ offensichtlich. So. Sie müssen nur noch eine Sache wissen, das Stück darf auf die Bühne kommen, muss es aber nicht. Der Axel hat es gemacht, wir sind alle sehr dankbar, es gibt im Ganzen ein bisschen einen roten Faden durch. Es ist sehr surreal, es ist sehr, sehr verschieden. Und um auf meine Liebeslieder-Kategorien zurückzukommen, es fällt natürlich in die Kategorie 1 und 2, aber Love Songs ist plural und Vivier hat hunderte Liebeslieder-Kategorien dort drin. Natürlich, manchmal schweift es von der Liebe ab. Nicht alles ist sehr offensichtlich mit der Liebe verbunden, aber es schweift dann halt ins Surreale ab. Also es ist dann völlig verrückt. Haben Sie keine Berührungsängste vor dieser Musik? Sie macht sehr, sehr viel Spaß. Und es ist ein sehr hintersinniger Humor und Witz darin. Es ist erlaubt zu lachen, falls Sie es lustig finden. Natürlich ist es keine sehr ernste Musik. Und ich wünsche jetzt einfach den Schülern sehr, sehr viel Erfolg und Ihnen sehr viel Spaß bei Claude-Vivier Love Songs.
Hans, von Heinz, geliebte Art des Lebens so wir. Let's
Der Tag. Vom
Herrn.